Also jetzt soll ich vorausgehen. Das Ziel weniger als 3 Minuten reichen. Ach, Scheiße. Jetzt machen wir Zeit gut. Alles klar. Tja, wir dürfen jetzt natürlich sind auch wir auf kein dem rechten Weg. Bald mischen wir uns unter die Feiernden. Super. Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Senores, geht es euch gut? Wir sind auf... Ist das nicht die falsche Richtung? Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Mann, Mann. Da wird man einfach über einen Haufen gehen. Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Schön. Wo gehen wir hin? Wir sind auf Kurs. Okay. Interessant. Ich hätte bessere Wege gefunden, aber na jott. Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Oh Mann. Wir sind auf Kurs. Schön. Der Weg, den ihr einschlagt, ist sehr interessant. Jetzt machen wir Zeit gut. Oh Mann. Dass die immer für seltsame Vorstellungen vom Wegen haben, also unglaublich. Wir sind auf Kurs. Schön. Ein Spaziergang durch die Stadt ist nett. Ich hoffe, die... Bald mischen wir uns unter die Feiernden. Vielleicht hier lang. Wir sind fast da. Na. Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Schön zu wissen. Jetzt machen wir Zeit gut. Schön zu wissen. Die Eigenschaft verloren, die einen Mann zu einem Mann macht. Ist das nicht die falsche Richtung? Wollt ihr mich verkackeiern? Wir laufen hier quasi im Kreis. Der Weg, den ihr einschlagt, ist sehr interessant. Ich ging hier woanders lang, aber wer bin ich schon? Oh Mann. Ich hatte ihren Stelle hatte schon längst Verdacht geschöpft. Ich möchte eure Autorität nicht untergraben, aber wir sollten. Jetzt machen wir Zeit gut. Oh Mann. Das wird was. Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Achso, das war nicht an mich gerichtet. Okay. Bald sind wir hier fertig. Na toll. Glaubst du, er hat vergessen, wo es lag? Bald mischen wir uns unter die Feiernden. Ja, Synchronität ist doch am Arsch. Gleich sind wir... Ist das nicht die falsche Richtung? Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Okay. Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Hey, wo gehen wir hin? Wir sind auf Kurs. Mann, Mann. Ich glaube, wir gehen einmal durch ganz Rom an jede Straße. Hä? Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Schön. Jetzt hier lang, ich oder? Ich möchte eure Autorität nicht untergraben. Nein. Wir sollten... Jetzt sind wir auf dem rechten... Es ist ja nicht im Kreis gelaufen, also kann es ja nicht richtig sein. Jetzt machen wir Zeit gut. Na, hoffen wir mal. Bald mischen wir uns unter die Feiernden. Das ist doch schön, wenn ihr feiern könnt. Wir werden die Party auch aufmischen. Wir sind fast da. Das hast du vorhin auch schon gesagt. Bald sind wir hier fertig. Okay. Warum geht's nicht weiter? Bald mischen wir uns unter die Feiern. Hallo? Okay, keine Ahnung, was hier los war, aber ich konnte gerade nicht weg. Da.
Ach, endlich da. Mann. Gebt mir die Kiste, Luigi. Ich bringe sie zum Bankier. Tretet ein. Wir dürfen nicht rein? Ihr schiebt Wache auf Befehl Cesares. Porca puttana. Cesare? Er ist hier? Luigi wurde ermordet. Wir fanden seine Leiche am Pantheon. Luigi? Der ging gerade rein. Rein und raus. Den Bankier unbemerkt von einer Bank aus eliminieren. Okay. Sagt Claudia, der Bankier ist hier. Kommen wieder mehr Pilger zu uns, aber ich will nicht. Alles klar, wir werden den Bankier schon finden. Denn sein letztes Stündchen hat jetzt endlich geschlagen. Oh. Oh, oh, oh. Eine Brücke ist der Herren von San Vincenzo di Vernazzano, die die Gebeine von San Duarte vor sich herträgt, wird gerettet durch die Hervorholung weiterer Reliquien. Bin schon längst weg, wenn er Alarm schlägt. Einzelheiten an der Kirchentür. Oh. Du hältst mal schön die Klappe, Freundchen. Marinne! Oh, Gott sei Dank. Nein. Nein. Für den Bankier. Ich wurde entdeckt. Toll. Wunderbar. Dammit. Wie ich das hasse, wenn man nicht entdeckt werden darf. Für den Bankier. Hallöchen. Grazie. Was dagegen, wenn ich mitkomme? Das greift an. Ja, ich meine, nein. Entdeckt? Ich wurde doch nicht entdeckt, Mann. Okay. Das wird hart. Das wird wirklich schwer. Für den Bankier. Hallöchen. Grazie. Was dagegen, wenn ich mitkomme? Ja, ich habe garantiert nichts dagegen, wenn du mitkommst. Ich war noch nie in Mastevere bisher. Die alten Ruinen machen mich nervös. Ach, piss dich! Na klar, eine schöne Kiste habt ihr da. Ist nicht meine. Aber ihr tragt sie doch in euren starken Armen. Wollt ihr mal anfassen? Und was sage ich dem Priester bei der Beichte? Ja, das wäre eine sehr nette Feier, muss ich ja sagen. Ja. Haha. Heilige Schande. Das nenne ich echt mal eine heiße Party. So einfach kann's gehen, ne? Wow. Nicht ganz so auffällig werden und einfach untertauchen. Ui, da war noch einer. Okay, da muss ich keiner mehr. Das kribbelt mich schon beim Zusehen. Mensch, verpiss dich, du nur geiler Bock. Ah, das ist also der Bankier, oder was? Geld für euch, Bankier. Ich nehme das. Und das. Weggetreten. Wo ist nur mein... Nette Schamkapsel. Honoratissima. Willkommen auf meinem Fest. Ich bin Juan Borgia. Cesare spricht gleich im großen Saal, Eccellenza. Komm,
Wir klauen das Geld einfach. Ich hoffe, du genießt den Abend. Ja, Echelon, sag ruhig. Es gibt hier so viel zu sehen. Oh, gut. Ich scheute keine Kosten. Das sieht man. Die feinen Dinge im Leben machen die Macht so lohnen. Wenn ich einen Apfel sehe, niemand hält mich auf. Na, komm schon. Nun, kommt darauf an. Ah, doch nicht sowas, Mann! Ach, toll, weil er die Leiche aufgezogen. Ehrlich. Das Spiel verarscht mich manchmal, also das Gefühl habe ich wirklich mal. Mensch. Du solltest dich doch einfach verstecken, du Hanswurst. Ich hoffe, du genießt den. Ja, Echelon, sag ruhig. Es gibt hier so viel zu sehen. Oh, gut. Ich scheute keine Kosten. Das sieht man. Die feinen Dinge im Leben machen die Macht so lohnen. Wenn ich einen Apfel sehe, pflücke ich den. Niemand hält mich auf. Nun, kommt darauf an, wessen Baum es ist. Das verstehst du nicht, mein Kind. Mir gehören alle Bäume. Meine nicht. Ganz im Gegenteil. Ich sah dich Geld von meiner Wache stehlen. Dafür habe ich ja wohl einen Ritt frei mit dir. Mehr noch, ich will, dass du die ganze Nacht. Mann, Mann, Mann. Ich muss doch auch nicht versuchen. Hast du denn vielleicht eine Chance? Nein, aber eine Tochter. 300 Florin? Oh. 700. Gut. Schön, dass wir ins Geschäft kommen. Da passt aber einer auf hier. Falsche Seite, du Hirni! Mann! Aber manchmal glaube ich echt, der macht's mit Absicht. Wo ist der lang gerannt? Das war nichts. Zurück zur Patrouille. Okay. Geschafft. Ja, jetzt kannst du plötzlich springen und hopsen, ne? Wow. Wir würden ja gleich so böse werden. Okay. Danke, dass ihr gekommen seid. Wir haben eine lange Nacht vor uns. Ich bleib lieber bei der Armbrust. Oh. Da ist einer aufmerksam geworden. Nein! Das gibt's doch nicht! Mensch, der hat mich nicht mal richtig gesehen und schon ist es entdeckt. Oh Mann. Ach Gott. Das wird eine lange Nacht. Ja, Echelon, sag ruhig. Es gibt hier so viel zu sehen. Oh, gut. Ich scheute keine Kosten. Das sieht man. Nach euch. Dinge im Leben machen die Macht so lohnen. Wenn ich einen Apfel sehe, pflücke ich den Apfel. Niemand hält mich los. Nun, kommt darauf an, wessen Baum es ist. Das verstehst du nicht. Mir gehören alle Bäume. Meine nicht. Ach, verdammt. Ich sah dich Geld von meiner Wache stehlen. Nein. Wirkt euren Zauber. Ich will, dass du die ganze Nacht. Umsonst? Ich muss doch auch den versuchen. Nein, aber eine Tochter. 300 Flocken. Okay. 700.